Also im Juli sind es dann genau 5 Jahre hier, dass du im Juli 2016 gekommen bist. Hand aufs Herz, gedacht, dass du 5 Jahre lang die Lilie auf der Brust tragen wirst? Ja, das kann ich definitiv sagen. Nee, hätte ich nicht gedacht, ja, dass es dann so lang wird, weil ich meine, der Fußball ist einfach ein wahnsinnig schnelllebiges Geschäft und man ist meistens nicht so lange da, auch wenn ich da jetzt nicht von mir als Beispiel ausgehen kann, weil ich jetzt bisher in meiner Karriere 2 Vereine hatte und jeweils lange da war. Aber ich bin, wie gesagt, wahnsinnig glücklich und dankbar über die Zeit hier in Darmstadt und ja. Ich glaube, hast du schon gesagt, 2 Vereine in deiner Karriere. Dementsprechend dürfte es ja damals schon einiges gebraucht haben, um dich davon zu überzeugen, Freiburg zu verlassen, nach Darmstadt zu kommen. Was waren damals so deine Vorstellungen, auf was für einen Verein du hier triffst, vielleicht auch deine Wünsche und was kannst du 5 Jahre später rückblickend sagen? Puh, ja, nochmal 5 Jahre zurück zu mir, warum, weshalb. Ich meine, bei mir war es damals auch so, ja, ich war 8 Jahre im Verein bei Freiburg. Ich wollte auch eine neue Veränderung. Ich wollte mal, ja, anderes Klima, ich wollte eine andere Kabine, anderes Training, einen anderen Trainer. Es waren viele Dinge, die man da einfach mal anders haben wollte, weil man, ja, das ist irgendwann, was heißt, schläft das alles so ein bisschen ein, aber wenn die Routine zu groß wird, dann braucht man unbedingt auch mal eine Veränderung und das wollte ich damals unbedingt und wir sind in dem Jahr mit Freiburg aufgestiegen und ich wollte auch unbedingt wieder Bundesliga spielen und das war mit Darmstadt möglich und ja, ich habe schon aus dem Jahr davor oder auch aus den Jahren davor, muss man sagen, natürlich Darmstadt auch verfolgt, was das für, ja, für eine emotionale Mannschaft war, wie sie aufgetreten sind und das war einfach, das waren Punkte, wo man, ja, die man auch selbst für sich als Spieler dann mitnehmen wollte und erleben wollte und deswegen bin ich dann damals auch hierher. Ich glaube, so in deinen ersten Interviews hast du auch gesagt, kannst du dir vorstellen oder gehst davon aus, dass es ein bisschen ähnlich ist zu Freiburg, was das Umfeld, was dieses Familiäre angeht, auch was sich bestätigt hat, also das diese oft zitierte Linienfamilie durchaus mit Leben gefüllt ist? Auf jeden Fall, ja. Also es war immer ein sehr enges Verhältnis untereinander, egal ob das dann mit Vorstandsmitgliedern war oder eben auch mit ja, Leuten, die um die Kabine rum waren. Es war immer ein sehr, sehr familiäres Verhältnis zueinander und es hat dementsprechend auch Spaß gemacht, ja, mit den Leuten zusammen zu sein. Bist du damals hergekommen, erstes Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt? Direkt Derby-Sieg, weil Sandro Sirigu flanken wollte. Ja. Wahrscheinlich einer von vielen Momenten, an die du dich gerne zurückerinnern wirst. Ja, auf jeden Fall. Auch eines der absoluten Highlights, weil alles drumherum einfach, es war das erste Spiel, es war das erste Heimspiel, die Atmosphäre war unglaublich, Derby und dann gewinnst du in der 90. Minute durch so ein unfassbares Tor von Sandro. Ja, natürlich, dass das hängen bleibt, auch ist klar. Jetzt bist du allen als sehr offener, ehrlicher Charakter begegnet. Ich glaube, genauso sind jetzt auch die Gespräche abgelaufen, die du im Verein geführt hast, die dann im Endeffekt auch mit der Entscheidung ausgegangen sind, dass du dich gerne verändern willst, eine neue Herausforderung annehmen. Ist es genau der Weg, den du auch gerne wählen willst, also durch die viel zitierte Vordertür raus und irgendwie nicht irgendwie ein komischer Abgang, wo vielleicht was hängen will? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwo ja, irgendwie ein falsches Spiel gespielt habe über die Zeit oder sonst irgendwas. Also mir ging es immer darum, ja, auch einen guten Eindruck von mir zu hinterlassen, nicht nur in der Mannschaft oder beim Trainer, sondern im kompletten Umfeld. Und ja, ich hoffe, dass mir das auf diese Art und Weise auch dann gelungen ist. Ja. Viele Spieler werden ja dann irgendwie an Titeln oder so gemessen. Glaube ich, für jemanden, der lange in Darmstadt spielt, eher schwierig zu erreichen, aber es ist vielleicht ähnlich schön, nach 5 Jahren von einem Verein zu gehen und zu wissen, hier wird nie ein böses Wort über mich gefällt werden, also zu wissen, ich kann immer zurückkommen, aber im Spiel vorbeikommen und alle haben irgendwie ein gutes Bild von mir. Ist das dir auch immer wichtig gewesen? Auf jeden Fall ist mir das immer wichtig, ja klar. Also mir geht es immer darum, wie ich mich verhalte oder anderen gegenüber rüberkomme. Das ist ja, natürlich ist mir das auch wichtig und ich hoffe, dass es mir hier in dem Verein auch so gelungen ist, dass die Leute mich oder sich gerne an mich erinnern und gerne, wenn ich dann vorbeikomme, mich gerne begrüßen und ja, mit mir über diese tollen 5 Jahre sprechen. Ja. Ich glaube, sieht man auch in deinem Posting gestern, zum einen von deiner Seite aus an der Wortwahl, aber zum anderen auch bei den unzähligen Kommentaren, die sowohl von Fans, aber eben auch von Mitspielern aus allen 5 Jahren, glaube ich, gekommen sind, also angefangen von Flo Jung wird, mit dem du ein halbes Jahr gespielt hast,
bis jetzt die halbe, komplette aktuelle Mannschaft. Ist es was, was ich ein bisschen stolz macht, wenn du da vielleicht auch durchscrollst und siehst, vom türkischen Topstürmer bis zum jetzt US-Spieler sind alle im Guten mit dir? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte viele tolle Wegbegleiter und wir hatten auch zusammen alle tolle Momente. Ich meine, klar, du hast gerade eben angesprochen, normalerweise oder häufig wird man an Titeln gemessen. Ja, ich glaube, mir war im Vornherein an die Zeit klar, dass ich jetzt nicht jedes Jahr einen neuen Titel sammeln werde. Aber es geht auch vielmehr um, ja, um den Weg, den man gemeinsam im Jahr bestreitet. Also auch wenn ich auf das Aufstiegsjahr mit Freiburg und auf den Titel sozusagen, als Zweitligameister zurückblicke, es ist nicht unbedingt der Titel, der am Ende groß hängen bleibt, sondern es ist eher der Weg dahin und die Spiele, die du gemeinsam bestreitest, die Tage im Training und das sind die Dinge, an die du dich eigentlich noch viel mehr erinnerst als an den Titel und so ist es hier auch. Also es waren, wie gesagt, fünf tolle Jahre und jedes Jahr extrem emotional mit extrem Gefühlen, auch Extremsituationen. Ich meine, es lief ja auch nicht immer alles rund und wir waren jedes Mal oben mit dabei, sondern es war ja auch mal in einer anderen Richtung und auch kritisch und Gespräche mit Fans führen müssen und die unangenehm waren für beide Seiten. Und das sind Dinge, die man mitnimmt und die einem im Kopf bleiben und vielleicht nicht immer nur die eine Sache, sondern es ist dann der viel zitierte Weg immer, der irgendwo hängen bleibt. Ja. Bist du ja auch jemand, der oft als untypischer Profifußballer bezeichnet wirst. Ist es was, was du als Kompliment aufnimmst oder eine Sache, wo du sagst, finde ich eigentlich komisch, dieses pauschale Denken, das immer gesagt wird, nur weil ich vielleicht mal ein Buch lese oder über andere Themen mir Gedanken mache, dass ich dann aus diesem Muster rausfalle? Gut, ich mache die Sachen nicht, um aus dem Muster rauszufallen oder um mich da abzugrenzen, sondern weil ich gerne darüber hinaus irgendwie Dinge mache. Also egal, ob das dann eine neue Sprache ist, ein Studium, vielleicht Bücher zu lesen oder mich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht nicht ganz typisch für die Branche sind. Heißt ja nicht, dass sie in einer anderen Branche vielleicht auch untypisch wären. Also waren einfach Dinge, die mich interessiert haben und die ich gerne gemacht habe. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt unbedingt stolz macht, dass ich mich davon abgrenze oder so. Das ist eigentlich, ist eigentlich Quatsch. Trotzdem hat man auch immer mitgekriegt, dass Angelesenes oder Erlerntes durchaus auch weitergegeben wird von dir. Das stimmt. Ich erinnere mich an eine frühzeitige Bitcoin-Beratung für Terence Boyd oder jetzt auch, ich glaube, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, als du auf einmal der Theorielehrer für die Jungs waren, die gerne Bootsführerschein machen wollte, war ja jetzt nicht nur Kabine bei dir, sondern eben auch jemand, der gerne anderen geholfen hat. Gerade, wenn dieses Beispiel Unterricht geben für die Jungs, die gerne Boot fahren wollen. Ist ja auch das war super Erlebnis, was auch viel Spaß gemacht hat, so eine kleine Bootsschule zu eröffnen sozusagen. Also es war, war auch witzig. Also wie gesagt, wir hatten einige Abende, wo wir dann zusammen im alten VIP-Container waren und ich dann die Präsentation über die Bootsschule bzw. über den Bootsunterricht gegeben habe und wenn dann die Jungs dann auch bestehen und durchkommen und quasi dann auch an Dingen teilhaben, die ich schätze und die mir auch selbst Freude bereiten, wo ich weiß, ich glaube, das wird anderen auch Freude bereiten, wenn sie das haben und machen, dann macht es einen auch glücklich oder freut einen dann sehr. Jetzt wird ja oft nach speziellen Spielen gefragt, die hängen bleiben, sind es aber rückblickend oft auch vielleicht eher so diese Dinge, die gar nicht unbedingt 90 Minuten auf dem Platz waren, die im Kopf bleiben. Ich glaube, auch ganz viele Kontakte sind bei dir bestehen geblieben zu Jungs, die jetzt auch schon nicht mehr hier sind. Ja, ich würde sowohl als auch sagen. Also das ist, glaube ich, für mich so das Schöne an dieser Zeit, dass es nicht nur auf dem Platz eine tolle Zeit war und ich da viele Erlebnisse sammeln durfte, sondern auch drumherum im Privaten und nicht nur mit den Jungs aus der Mannschaft, sondern auch in der Stadt Leute kennengelernt habe, mit denen ich immer noch Kontakt habe und wo die einem schon von Anfang an extrem offenherzig gegenübergetreten sind und einem geholfen haben. Ich glaube, das ist so die Mischung aus beidem, die mich gerne an dieser Zeit zurückblicken lassen. Wenn wir dann doch bei den Spielen bleiben, abgesehen von dem Derby-Sieg zum Beginn, gibt es da diese Top 3 vielleicht? Och.
Top 3 ist schwierig. Klar, zum einen auf persönlicher Ebene bleiben einem natürlich auch die Tore hängen. Gerade zu Hause ist es immer was Besonderes gewesen. Das ist natürlich unglaublich gewesen. Und ja, ansonsten, woran ich gerne zurückdenke, ist das komplett verrückte Spiel gegen Dresden im ersten Zweitliga-Jahr, wo Tobi dann in der auch in der 90. oder wir in 3-1 innerhalb von 5 Minuten noch zum 3-3 gedreht haben und Tobi dann in der 90. Minute das Tor schießt. Genauso gegen Aue, der Glasner halt dann auch am letzten Spieltag, wo auch viel Druck auf dem Kessel war und ja, ganz, ganz emotionales Spiel. Erinnere ich mich gerne zurück. Ja, es ist schwierig. Es sind viele, viele Momente dabei gewesen, die einen gerne zurückblicken lassen. Wenn man so einen Rückblick macht, redet man gerne und viel über positive Dinge. 5 Jahren ist, glaube ich, immer auch klar, dass es nicht immer alles steil nach oben ging. Es gab Phasen, wo du nicht so regelmäßig gespielt hast. Es gab den Mittelfußbruch, es gab die Sprunggelenksverletzung jetzt letzte Saison. Ja, ist das trotzdem auch was einfach zu 5 Jahren dazugehört und wo du jetzt rückblickend auch noch sagst, cool, dass ich mich da durchgekämpft habe oder bei Verletzungen schön, dass ich wieder so zurückkommen konnte? Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist im Fußball ähnlich wie im normalen Leben auch. Es geht nicht immer nur ganz normal steil bergauf oder eben flach, sondern es kommen auch immer wieder Rückschläge hinzu. Und ja, davon musste ich auch einige hier einstecken und durchkämpfen, durcherleben. Und aber auch das prägt einen. Also, aber ich glaube, man merkt, auch wenn ich jetzt über die Zeit oder so spreche, es bleibt viel mehr die schönen Momente hängen als die Tage oder ja, oder Momente, wo man sich durchkämpfen musste und die vielleicht nicht so einfach waren, egal ob das dann mit der Verletzung zu tun hatte oder aufgrund dessen, dass man nicht gespielt hat oder nicht im Kader war. Das ist dann trotzdem auch irgendwie schön jetzt zu sagen, ich war die letzten 2 Jahre absoluter Stammspieler und habe gerade auch den Medienfans gezeigt, ich kann Woche für Woche meine Leistung bringen. Das ist vielleicht ein besseres Gefühl bei einem Abschied, als wenn es das viel zitierte Ding nach Fürth gewesen wäre, dann nach das stimmt. Eigentlich nur ein Jahr hier. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also so, wie gesagt, geht man mit viel Freude, mit viel schönen Momenten und hat mehr das Positive im Kopf als wie gesagt, diese kleinen negativen Erlebnisse. Ja. Was wir auch eben schon kurz besprochen hatten, ist, dass der Abschied leider nicht so ausfallen kann, wie man sich als Spieler, ich glaube auch als Fan, gewünscht hätte. Es ist schon seit mehr als einem Jahr keine Leute im Stadion, was Woche für Woche traurig ist, aber ich glaube, gerade dieses letzte Heimspiel gegen Heidenheim wäre wahrscheinlich extrem schön für dich gewesen, wenn da nochmal ein volles Bälle auf dich gewartet hätte. Das auf jeden Fall, ja. So bleibt trotzdem das letzte Heimspiel vor Fans, bleibt auch gegen Heidenheim, weil das war bei mir letztes Jahr auch das letzte Heimspiel, bevor ja, bei mir dann die Verletzung passiert ist, weil auch die Quarantäne und Corona dann so eingebrochen ist. Ja, es ist extrem enttäuschend und vor allen Dingen halt in Hinsicht auf die komplette Saison. Also es ist sehr, sehr schade, dass man ein komplettes Jahr ohne diese krassen Emotionen, die ausschlaggebend sind dafür, dass man Fußballer wird, erleben durfte oder erleben musste dann in dem Sinne. Und das tut extrem weh. Das ist auch wahnsinnig enttäuschend, jetzt so da keinen schönen Abschied mehr zu haben, sondern das dann schon so ein bisschen Gefühl zwischen Tür und Angel, Tschüss zu sagen, ist schon sehr schade, aber ja, ist halt einfach der aktuellen Pandemiesituation geschuldet und kann man auch nicht ändern, aber ja, wer weiß, vielleicht kommen wir auch nochmal auf anderen Wege zurück und kann sich dann so auch nochmal verabschieden. Deine lange Zeit hier hast du ja auch zumindest knapp 4 Jahre Fans erlebt, nicht nur im Stadion oder, hast du auch gesagt, es gab auch mal die Phasen, wo man vielleicht ein ernsteres Gespräch geführt hat. Autogrammstunden, Saisoneröffnung, Fanclubabende. Also ich glaube, da hat sich bei dir wahrscheinlich auch der Eindruck bestätigt, verfestigt, dass die Fanszene in Darmstadt schon eine besondere ist. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist nicht nur die Stimme auf dem Platz, die unglaublich war, die wirklich über die kompletten Jahre, egal in welcher Situation, die uns immer angepeitscht haben und immer für uns da waren. Das ist sehr besonders gewesen hier und natürlich auch die kleinen Momente, wie du es angesprochen hast, egal ob es bei Autogrammstunden war oder bei diesen Diskussionen, man ist immer danach
ja, im Guten auseinandergegangen und hat sich darauf gefreut, dass man gemeinsam auf dem Platz steht. Also in dem Sinne gemeinsam, dass wir auf dem Feld sind und die Fans in unserem Rücken auf der Tribüne stehen und für uns da sind. Ja. Das ist ja, einfach besonders gewesen hier. Ja. Hast du in deiner Zeit auch miterlebt, das war ein bisschen der Weg vom charmanten, urigen, aber nicht mehr zeitgemäßen Stadion hin zu einem Böllenfalltor, was jetzt immer mehr wächst. Auf der einen Seite ein bisschen traurig, dass du dann nicht mehr im Fertiggestellten auflaufen wirst, aber klar, vielleicht auch stolz oder schön, dass du Teil auch dieser Entwicklung gewesen bist. Auf jeden Fall. Also in der Zeit hat man gemerkt, dass sich auch der komplette Verein umstrukturiert und entwickelt hat. Und auch das mit zu begleiten, das ist ja nicht nur das Stadion, sondern auch das Funktionsgebäude, die Momente in der alten Kabine. Das natürlich nicht ganz zeitgemäß war, was aber trotzdem irgendwie immer zusammengeschweißt hat und man auf engem Raum ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht hat. Das behält man im Kopf. Also, wie gesagt, klar, auch das Stadion, das Alte hatte auch seinen Charme und die Stimmung war auch dort sensationell, auch wenn es sehr, sehr weitläufig war. Also, muss man schon sagen, ich glaube, dass im neuen Stadion die Stimmung, die damals schon entgegengebracht wurde, nochmal anders aufs Feld transportiert wird, dadurch, dass halt alles enger ist, ist mehr oder weniger zu ist und die Stimmung über die Weite nicht verloren geht. Aber es war ein außergewöhnliches Stadion auch schon damals. Also mit den Rängen, mit dem, ja, ich sag, mit dem, ja, einfach mit diesen Rängen drumherum, was einfach nicht Bundesliga-typisch war, war einfach was anderes. Und da wir auch viele, viele Spiele zu Hause positiv gestaltet haben, glaube ich, hat man auch gemerkt, dass wir uns zu Hause sehr wohl gefühlt haben. Egal, ob die Kabine 20 Quadratmeter groß war oder bei Auswärtsspielen 50, 60, 70 oder was weiß ich, so gefühlt. Also das bleibt hängen. Zum Abschluss, ohne dass du es verraten musst oder kannst, was hast du gesagt, neue Herausforderungen suchen? Ist da deine Gedanken völlig frei? Hast du dich schon auf irgendwas festgelegt und direkt im Anschluss? Darmstadt ist ja wahrscheinlich trotzdem irgendwo immer jetzt in deinem Herzen dabei. Wie wirst du speziell die Lilien zukünftig verfolgen? Na klar, also die Lilien werden bei mir im Herzen bleiben, der Verein, alles drumherum wird bei mir im Herzen und im Kopf sein, weil das einfach eine Zeit war, die man nicht so schnell oder auch besser nicht so schnell, die man einfach nicht vergisst, weil man viele, viele schöne Momente ja hatte. Die Jungs werde ich natürlich weiterhin, egal ob bei Live-Spielen, am Handy oder sonst irgendwie auch verfolgen, weil das Interesse wird natürlich nicht weg sein. Also man wird ja trotzdem immer wieder drauf schauen und gucken, was die anderen Jungs so treiben und was sie machen und ja, und hoffe natürlich, dass der Verein weiterhin erfolgreich ist. Dann mal zu deiner Zukunft. Also. Eher wahrscheinlich, dass du den hier in einem anderen Trikot in derselben Liga gegenüberstehst oder dass du den Weg ins Ausland suchst. Dazu kann ich aktuell wirklich noch nichts sagen. Es ist noch alles offen und es wird sich zeigen, in welche Richtung das dann geht. Wie gesagt, mehr kann ich da aktuell noch nicht sagen. Gut. Gut. Haben wir's. Sehr schön.